wenn ihr jetzt in eine andere Klasse gehen müsstet, macht man ein Gesicht, wie ihr das finden würdet. Und wenn ihr weiter in der Klasse sein dürft, was würdet ihr dann machen? Ich glaube, das Besondere an der Klasse 2b ist, dass dort Kinder zur Schule gehen. Also es sind insgesamt 27 Kinder. Und sie oder auch ihre Eltern stammen aus 10 verschiedenen Nationen. Für mich ist das mit Abstand die sozialste Klasse der Schule, die sehr viel Rücksicht aufeinander nehmen und gut füreinander sorgen. Ich habe heute meine Mom mit dem Henrik, weil er mein Freund ist und mit dem kann man gut reden und spielen. Die unterschiedliche Herkunft thematisieren wir eigentlich nicht. Das ist ganz normal und es ist auch egal eigentlich, wo die Kinder herkommen, wo die Eltern herkommen. Das machen wir fast gar nicht zum Thema. Das ist für die nicht wichtig. Das ist für die wichtig, wer spielt mit wem, wer macht jetzt wer spielt den Ball oder das ist für die überhaupt gar kein Thema. Den Unterricht beeinflusst das dahingehend, dass viele Begriffe in Büchern oder über die wir sprechen, muss ich oft noch mal fragen, wer das Wort nicht verstanden hat. Es gibt viele Begriffsfragen, also einfach vom, was es bedeutet. Also die Kinder helfen sich da gegenseitig, die Kinder erklären das und die berichtigen sich teilweise auch, aber auf eine nette Art. Und das, glaube ich, klappt ganz gut. Ich würde gerne hier bleiben und Schule machen. Ja. Das finde ich ganz schön schön hier. Ja, da kann man schon viele schöne Sachen lernen. Und da sieht man immer seine Freunde und kann immer mit ihnen spielen. Ich glaube, meine Mutter ist Herr Gunnar, weil ich ihn so toll mag. Ich gebe meine Mama die Frau das, weil die so eine liebe Lehrerin ist. Ich gebe meine Mama die ganze Klasse, weil sie echt eine nette Klasse ist. Uns hat der Integrationspreis insofern nach vorne gebracht, dass die Anerkennung von Kollegen dann doch schon da war, dass dann doch schon wahrgenommen wurde und ja, dass es dann eben auch eine schöne Bestätigung der Arbeit ist, dass das auch gesehen und gewürdigt wird, was man über Jahre so leistet. Also wir verwenden das Preisgeld dafür, dass wir verschiedene Ausflüge machen. Genau, das machen wir mit dem Integrationspreis, dass am Ende alle was davon haben und das macht uns viel Spaß. Wenn auch Sie der Meinung sind, dass Ihr Projekt einen wichtigen Beitrag zur Integration leistet, dann bewerben Sie sich doch für den Integrationspreis. Hoch die Hände! Hoch die Hände!